Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen, wir werden was trinken. Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt mal wieder seit Ewigkeiten ein Paxis-Antwortet-Video. Oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht, ich hatte gerade Bock und Zeit und habe mich daran erinnert, dass ich schon lange keins mehr gemacht habe. Und es gibt noch die ein oder andere offene Frage von Kalinka 1988, von wem sonst? Der hat einfach so viele Fragen gestellt in einem einzigen Beitrag, ist unglaublich. Und zwar ist das jetzt folgende Fragen werde ich versuchen, alle zu beantworten in der Folge. Es ist alles nur ein, in einem Beitrag stehen alle diese Fragen. Und zwar: Was sagst du dazu, dass Plastiktüten jetzt fast überall Geld kosten? Machst du eine Bundesliga-Tipprunde auf für die Zuschauer hier? Bist du enttäuscht von der Medaillenausbeute der Deutschen bei Olympia? Das ja, ist schon uralt. Hätten alle russischen Sportler gesperrt werden sollen? Wurde dir schon mal irgendwas geklaut? Wenn du irgendwo essen gehst, welche landestypische Küche bevorzugst du? Benutzt du Rabattcoupons oder sowas wie Payback? Hattest du schon mal einen Ohrwurm von einem richtigen Kacklied? Und wenn ja, von welchem? Findest du es gut, dass sich Wildtiere wie Wölfe wieder in Deutschland ansiedeln? Hattest du schon mal eine intime Begegnung mit einer weiblichen Person und hast es hinterher so richtig bereut? Warst du schon mal im Darknet unterwegs? Hattest du schon mal richtig Ärger mit einer Behörde oder einem bürokratischen Institution? Welche fiktiven Figuren, wie zum Beispiel Drachen, sollte es auch in Wirklichkeit geben? Das reicht mal wieder für eine Folge. Das ist unglaublich. Das sind viel zu viele Fragen für einen einzigen Beitrag eigentlich. Okay, also, was sagst du dazu, dass Plastiktüten jetzt fast überall Geld kosten? Keine Ahnung. Bei uns in Ostdeutschland ist es irgendwie nicht so. Also, ich finde es eigentlich gut, wenn die das machen. Oder ich glaube, bei uns im Simmel ist es so, die bieten halt beim Obst und Gemüse, wenn man was abpacken will, bieten die keine Plastiktüten mehr an, sondern da sind es halt Papiertüten. Das finde ich auf jeden Fall gut. Kosten auch kein Geld, soweit ich weiß. Sind einfach kostenlose Papiertüten. Aber bei uns im Kaufland zum Beispiel und im Lidl und meiner Meinung nach auch im Penny und meiner Meinung nach auch im Rewe gibt es immer noch kostenlose Plastiktüten, diese kleinen halt, um Obst und Gemüse reinzutun. Ich versuche immer, wenn ich einkaufen bin, soweit es möglich ist, halt auf die zu verzichten. Das geht halt nicht immer, aber gerade wenn ich halt einzelne Sachen kaufe, ich finde es immer so geil, wenn sich jemand eine einzelne Paprika kauft und die Paprika dann in so eine Tüte packt, so. Der wäscht die doch sowieso, wenn er die zu Hause verwendet. Also kann er doch auch die eine Paprika so mitnehmen und entweder abwiegen und selber den Zettel draufkleben oder, falls es an der Kasse gemacht wird, einfach die eine Paprika mit zur Kasse nehmen. Da braucht er auch keine Plastiktüte dafür. Also, ja, das finde ich immer sinnlos. Ich versuche, wie gesagt, soweit es geht, darauf zu verzichten. Wenn ich zum Beispiel auch die Wahl habe zwischen Gurken, die einfoliert sind, und Gurken, die keine Folie drum haben, dann nehme ich immer die Gurken, die keine Folie drum haben. Verstehe ich auch nicht, warum es Gurken gibt, die nochmal extra Folie drum haben. Richtig dumm. Ja, also ich versuche da schon sparsam zu sein mit dem Plastikmüll und finde es eigentlich gut, wenn keine Plastiktüten mehr kostenlos freigegeben werden. Bist du enttäuscht von der Medaillenausbeute der Deutschen bei Olympia? Nein, weil das war generell so das allererste Mal, dass ich die letzte Olympiade überhaupt so, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich weiß nicht, ob zum Großteil mitverfolgt habe, richtig ist oder einfach nur mitverfolgt habe oder zu einem kleinen Teil mitverfolgt habe. Ich kann nicht einschätzen, also dadurch, dass ich es zum ersten Mal mitverfolgt habe, kann ich nicht einschätzen, ob ich jetzt wirklich sehr viel davon mitbekommen habe oder eher wenig. Aber es war auf jeden Fall das meiste, was ich jemals mitbekommen habe. Und ich habe auch einige Sendungen mir live oder sogar online reingezogen. Spannende, wo die Deutschen dabei waren, irgendwelche Finale oder so. Am besten fand ich eigentlich Bogenschießen und generell halt so die Schießübungen oder die Schießsportarten. Und deswegen bin ich nicht enttäuscht, weil ich gar keinen Vergleich dazu habe, wie es die letzten Jahre so war und kein Gefühl dafür habe. Deswegen ist es mir eigentlich egal gewesen. Hätten alle russischen Sportler gesperrt werden sollen? Also ich hab's auch da, muss ich wieder sagen, die hatten ja, gab ja diesen großen Eklat um die und den russischen Sport, dass da halt vom Staat organisiertes Doping-System herrschen würde. Und ich hab's so ein bisschen mitbekommen, auch die ein oder andere Reportage darüber gesehen. Aber ich bin jetzt nicht so krass eingelesen in dieses Thema, dass ich mir da eine Aussage drüber erlauben könnte. Muss ich ehrlich zugeben. Also von dem, was ich mitbekommen habe, würde ich sagen, ja, die hätten alle gesperrt werden sollen. Aber wie gesagt, um jetzt wirklich eine abschließende eigene Meinung zu haben, müsste ich einfach viel dicker in dem Thema drinstecken und das tue ich nicht. Deswegen, vielleicht hätte auch nur ein gewisser Teil gesperrt werden sollen, das weiß ich nicht genau. Wurde dir schon mal irgendwas geklaut? Ja, mir wurde schon was geklaut, also zumindest etwas Größeres. Das war ziemlich krass sogar.
Und zwar damals, als ich noch ein kleines Kind war, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Also, ich weiß, ich habe mit 8 Jahren meine erste Spielekonsole bekommen. Mit 8 Jahren habe ich einen Nintendo 64 bekommen. Und ich denke mal, irgendwann zwischen 8 und 10 Jahren, ich kann auch schon 9 oder 10 gewesen sein, da hat mir doch tatsächlich jemand diese Spielkonsole geklaut. Unglaublich. Und die Geschichte ist eigentlich so krass, das ist so dumm. Fällt mir jetzt wieder ein. Und zwar war das damals so ein Freund, in Anführungsstrichen. Also damals habe ich schon gedacht, es wäre ein Freund, ne? Er war halt eher so, er hatte nicht so einen guten Ruf, sage ich mal, bei anderen Menschen. Aber ich weiß gar nicht, ob er zu mir in die Klasse gekommen ist oder so. Ich war halt einfach ein sehr offener Mensch. Ich hatte halt keinen Stress, da irgendwie auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, wo das Vorurteil vielleicht herrscht, die wären ein bisschen dumm oder so oder scheiße oder wie auch immer. Und deswegen habe ich mich mit ihm angefreundet. Wir haben miteinander gespielt, haben uns gut verstanden. Da war er auch immer mit bei mir und dann haben wir halt zusammen Nintendo 64 gespielt. Und der hat mir doch tatsächlich die Konsole geklaut. Das Krasse ist aber halt, wie hat er das nochmal gemacht? Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie er das gemacht hat. Bin gerade am Überlegen. Also, ich kann ja erstmal das Resultat, bevor ich jetzt hier eine Stunde lang überlege und nichts sage, das Resultat war folgendes. Also im Groben ist es so gewesen. Er war bei mir und meine Eltern waren aber nicht da. Er war irgendwann nachmittags bei mir, da haben wir halt Nintendo 64 gespielt. Aber ich glaube, ich durfte keinen Besuch empfangen damals, wenn meine Eltern noch nicht da waren von Arbeit. Deswegen war er heimlich da. Und ich glaube, dass Nintendo 64, das stand nicht die ganze Zeit am Fernseher angeschlossen, weil ich glaube, damals hatten wir nur den einen Fernseher im Wohnzimmer. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das Setup war, aber ich glaube, die waren nicht die ganze Zeit, sonst hätte es dann auch nicht funktioniert mit dem Clown, ne? Ich glaube, das Nintendo 64 war immer weggepackt in seiner Schachtel, in seiner ursprünglichen Schachtel. Ich hatte damals Mario, Super Mario 64 auf jeden Fall, das war mein Startspiel. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als es mir geklaut war, hatte ich zwei Spiele. Einmal der Super Mario 64 und dann noch Mario Kart 64. Ja, ich glaube, die zwei Spiele. So, und die Konsole war immer weggepackt und wurde in die Schachtel zurückgelegt. Und wenn wir damit gespielt haben und wenn ich spielen durfte, dann wurde das ausgepackt und angeschlossen. Ein bisschen umständlich, aber war halt damals so. Und dann war, glaube ich, die Konsole mit der Schachtel, die war auf dem Schrank oben drauf. Genau. Und er war also heimlich bei mir. Und wir haben dann, glaube ich, immer so abwechselnd am Fenster gestanden und geguckt, ob meine Eltern gekommen sind. Und wenn halt meine Eltern gekommen sind, dann, oder wenn wir sehen, da kommt das Auto, dann wollten wir halt schnell die Konsole wegpacken. Und er wollte sich im Haus verstecken. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Die sind gekommen, die Eltern. Und dann haben wir meiner Meinung nach halt das Nintendo 64 wieder weggepackt, auf den Schrank gestellt. Und er ist dann ins Treppenhaus gegangen und ist einfach eine Treppe weiter hochgegangen, damit die ihn nicht sehen. Und ich habe halt gesagt, okay, pass auf, warte, bis die drin sind und dann läufst du halt nach Hause, gehst halt nach Hause. So. Es kann auch sein, dass er dann im Treppenhaus gewartet hat und dann einfach geklingelt hat und so getan hat, als wenn er gerade gekommen wäre und gefragt hat, ob er reinkommen kann oder so. Das kann auch sein. Und auf jeden Fall war er dann halt weg. Und entweder an dem Tag oder am nächsten Tag wollte ich halt mit meinem Nintendo wieder spielen und da war das plötzlich weg, komplett mit der Schachtel. Und ich dachte, hä, das kann doch gar nicht sein. Und man muss sich mal überlegen, das kann da gar niemand anderes weggenommen haben im Endeffekt. Dann war das Ding halt weg und ich habe am Anfang echt überlegt, wie kann denn das verschwinden? Und hab's meinen Eltern halt gesagt, weil ich halt dachte, der kann jetzt niemals. Aber ich hab noch nicht mal. Dieser Gedanke war in meinem Kopf damals gar nicht vorhanden. Also ich hab nicht mal irgendwie gedacht, so, kann das der Typ geklaut haben? Nee, der hat nicht geklaut, das würde er nicht machen. Also dieser Gedankengang war gar nicht vorhanden. Das war einfach. Mein unschuldiger Geist hat gar nicht davon. Er konnte gar nicht davon ausgehen, dass er das gewesen sein kann. Deswegen kam auch nicht dieser Gedanke, war er das? Nee, er war es nicht, weil bla bla bla. Sondern solche Gedanken hatte ich gar nicht am Anfang. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gar nicht mehr, was meine Eltern ja gesagt haben, weil ich habe es ja logischerweise meinen Eltern dann erzählt. Die müssen ja auch irgendwas gesagt haben, von die wegen, das hat irgendjemand geklaut oder so, logischerweise. Also, es kann ja nicht einfach verschwinden, das war eine große Schachtel.
Ich weiß echt nicht mehr, was die da gemacht haben oder gesagt haben. Sehr komisch. Ich weiß nur noch, dass dieser Freund in Anführungsstrichen entweder am nächsten Tag oder in der Woche drauf oder so zu mir kam und halt da hanebüchen eine Geschichte erzählt hat, von wegen er hätte das gewonnen. Also er hat jetzt auch die Konsole hat er mir erzählt und zufällig genau die zwei Spieler, die ich auch hatte, und er hätte sie gewonnen, diese. Moment, kann ich das Licht noch irgendwie optimieren? Wie immer nicht. Ich glaube, ich darf echt nur nachts oder so, darf ich noch Videos aufnehmen, dann habe ich gutes Licht. Und ach, meine Haare, die fallen heute so in der Mitte auseinander. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Das ist hässlich. Ich muss auch noch einkaufen gehen, verdammt. Naja, egal. Und auf jeden Fall hat er mir dann halt erzählt, er hätte das gewonnen. Ich habe hier irgendwas. Ein Stück Pfeffer. Ein Stück Pfeffer. Okay, ein Stück Pfeffer, das ist scharf. Genau, und er hat mir an dieser Hanebüchen-Geschichte erzählt, er hätte es gewonnen. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Ich glaube, es lief damals auf Kabel 1. Das war so ein interaktives Spiel, und zwar mit Hugo, diesen komischen Kobold oder was. Und da konnte man halt am Telefon spielen, Hugo, bla bla bla. Und wenn man halt bestimmt viel geschafft hat, bestimmt weit gekommen ist, dann hat man halt ein Nintendo 64 gewonnen. Und ich glaube, damals halt mit Super Mario 64 oder so. Und er hat mir dann halt erzählt, er hätte da mitgemacht bei diesem Gewinnspiel, bei diesem interaktiven Spiel, und hätte dieses Nintendo 64 gewonnen mit Super Mario, und ich glaube Mario Kart oder so hat er sich gekauft. Und am Anfang habe ich ihm das echt geglaubt, ne? Ich habe echt gedacht, dass das so ist, wie er mir das erzählt. Das war so, wenn ich so lange drüber nachdenke, wie naiv man halt als Kind ist. Aber ne, ich habe halt echt mal nicht damit gerechnet, dass es so böse Menschen gibt. Und dann war ich auch irgendwann mit bei ihm. Er hat, glaube ich, bei seiner Großmutter gelebt. Ich weiß gar nicht, warum er bei seiner Großmutter gelebt hat. Also mit seiner Mutter oder seinem Vater oder irgendwas war da halt auf jeden Fall. Und er hat bei seinen Großeltern gelebt. Und ich war halt irgendwann bei ihm. Er hatte halt genau die gleiche Schachtel, wie ich hatte, logischerweise. Und er hatte aber auf der Schachtel, auf der Nintendo 64-Schachtel, war ein Super Mario abgebildet, also ein Mario halt. Und den hat er ausgeschnitten mit einer Schere, hat er den ausgeschnitten gehabt. Im Nachhinein hat er das, glaube ich, gemacht, um halt eine andere Schachtel zu haben, als ich habe, wo einfach ein Loch drin ist und ein ausgeschnittener Mario fehlt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich glaube, ich habe dann die Schachtel gesehen. Und wenn man das aufreißt, die sind ja immer noch mal mit so einem runden Plastikaufkleber, sind ja meistens die Stellen abgeklebt, wo man die Schachtel dann auch macht. Und wenn man den abmacht, diesen Plastikaufkleber, dann reißt man meistens auch ein Stück von dem Papier ab, was auf dem Karton drauf ist, also von dem Bild. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und ich habe immer die Angewohnheit, diesen Aufkleber halt abzuziehen und aber nur halb, und dann glaube ich wieder drauf zu kleben. Und ich glaube, ich habe es einfach daran erkannt, wie der abgerissen war, dieser Aufkleber, und wie halt dieses Papier da aussah und so. Und es kann auch sein, dass erst, als ich dies gesehen habe bei meinem Freund, in Anführungsstrichen, dass ich es dann erst meinen Eltern erzählt habe, dass mein Nintendo fehlt, und ihnen dann die Geschichte erzählt habe mit dem Typ halt. Und die haben dann, glaube ich, gesagt, dass er das haben muss, kann niemand anderes sein, und dass ich ihm halt sagen soll, dass er es wiedergeben soll. Ansonsten würden sie halt eine Anzeige bei der Polizei machen. Und dann habe ich ihm das halt gesagt, und ich glaube, ich war in dem Moment auch ziemlich, ich war klein, aber und jung, aber er ja auch logischerweise, aber ich glaube, ich war in dem Moment halt ziemlich, wie soll ich sagen, ernst und fordernd und eindringlich, und habe halt einfach, denke ich, in dem Moment für damalige, für unser Verhältnis ziemlich erwachsen geredet, und habe ihm halt gesagt, dass er mir das Ding wiedergeben soll und dass es halt niemand anderes, dass er es geklaut haben muss. Und er hat mir dann, glaube ich, auch irgendwie erzählt, wie er es gemacht hat. Moment mal. Ich glaube, es war so, als der in dem Haus oben gewartet hat, also in der Etage weiter oben, da sind meine Eltern, glaube ich, vom Einkaufen gekommen, haben geklingelt, ich bin rangegangen, und die haben gesagt, komm mal runter mit was hochtragen oder so. Und da bin ich runtergegangen, um eine von den Einkaufstüten mit hochzutragen. Und da ist der in der Zwischenzeit in die noch offenstehende Wohnung, logischerweise, weil wir sind jetzt gleich wieder hoch, ist der in die offenstehende Wohnung reingegangen, hat vom Schrank die Konsole runtergeholt, in der Schachtel eben, ist dann wieder schnell hochgegangen, in die Etage weiter oben, hat da dann mit der Konsole gewartet und ist dann damit halt abgehauen, als wir dann wieder drin waren. So hat er das mir dann, glaube ich, auch, also er hat dann zugegeben und erzählt, glaube ich, wie es war. Und hat mir dann die Konsole auch wiedergegeben. Hat sich dann, glaube ich, auch entschuldigt, aber das Ding war natürlich durch. Also, wir waren da keine Freunde mehr.
Ja, das war das Einzige, was mir bisher wirklich ernsthaft geklaut wurde, aber ich habe es wiederbekommen. Was für eine kranke Geschichte eigentlich. Da bescheuert, ey. Oh. Also erstens halt, wie naiv ich da war, und zweitens aber auch, dass er da solche kriminelle Energien schon hatte und das Ding durchgezogen hat. So krass, ey. Und wie gesagt, er hat halt auch nicht viele Freunde gehabt, weil er halt alle gesagt haben, das ist ein Assi, der ist scheiße. Und im Endeffekt war es ja auch. Aber so ist es halt nicht wie im Film, ne? Dass der ausgestoßene Schüler dann mit jemandem sich anfreundet und dann bekommt man total viel zurück, sondern man freundet sich mit so jemandem an und wird beschissen. Wird beklaut. Fuck. Egal. Weiter. Wenn du irgendwo essen gehst, welche landestypische Küche bevorzugst du? Also ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst sowas wie Italiener, Asiate, Grieche oder so. Dann würde ich wohl am ehesten den Italiener bevorzugen. Also fällt mir jetzt so spontan ein. Mir fällt eigentlich nichts anderes ein, was ich geiler finde. Benutzt du Rabattcoupons, sowas wie Payback? Nein, ich verstehe auch die Frage nicht. Warum ist das interessant? Nein, benutze ich nicht. Ich habe eine Amazon-Kreditkarte und wenn ich damit was kaufe, dann bekomme ich, glaube ich, ein halbes Prozent reduziert, egal was ich kaufe. Ist beim Tanken halt immer ganz cool. Und wenn ich über Amazon was kaufe, dann bekomme ich sogar 2%. Hattest du schon mal einen Ohrwurm von einem richtigen Kaktik? Und wenn ja, von welchen? Also hatte ich schon mal, aber das war früher und da fand ich die Lieder halt nicht kacke. Mittlerweile finde ich sie kacke. Also zum Beispiel Eiffel 65 mit Blue irgendwas. Heißt es nur Blue? Kann auch sein. Das Lied ist eigentlich ziemlich schlecht, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt. Aber damals fand ich es halt mega geil und hatte davon einen Ohrwurm. Aber damals, wie gesagt, fand ich es halt nicht als Kacklied. Deswegen, also ich hatte noch nie einen Ohrwurm von dem Lied, das ich zu dem Zeitpunkt als Kacklied empfunden habe. Und wenn, dann halt nur mal kurz. Also, dass man halt jetzt das hört oder einem jemand davon erzählt. Und dann hat man halt mal in Anführungsstrichen 10 Minuten einen Ohrwurm. Aber nicht, dass ich das tagelang oder so hatte. Zumindest nicht von dem Lied, was ich scheiße finde. Findest du es gut, dass sich Wildtiere wie Wölfe wieder in Deutschland ansiedeln? Ja, warum nicht? Die haben ja bisher auch noch keine Menschen gerissen oder so. Von daher finde ich schon gut, wenn das frühere Bild wieder zurückkehrt. Hattest du schon mal eine intime Begegnung mit einer weiblichen Person und hast hinterher so richtig bereut? Nein, also ich habe immer nur intime Begegnungen, die ich nicht bereut habe. Ich meine, ich hatte auch schon welche, die ich nicht wirklich geil fand, also die nicht überragend waren, aber ich habe nie was bereut. Ich glaube, ich habe immer die Situation vermieden, wo das so hätte kommen können. Also oder ich habe, sagen wir mal so, ich habe auf die intime Begegnung habe ich immer rechtzeitig verzichtet. Also ich hatte schon zweimal so wirklich, denke ich, Situationen, wo ich eine intime Begegnung hätte herbeiführen können oder es von der anderen Seite aus gewünscht war und wo ich dann halt abgelehnt habe, mehr oder weniger. Und ich denke, wenn ich die nicht abgelehnt hätte, dann hätte ich sie vielleicht bereut. Aber wie gesagt, ich bin dann halt einfach so schlau, dass ich das vorher merke. Und deswegen ist nichts passiert. So, hattest du, ach, das haben wir gerade. Warst du schon mal im Darknet unterwegs? Ja, für alle, die das Darknet nicht kennen, damit kommt man nur mit bestimmten Programmen rein, wie zum Beispiel Tor. Und da gibt es halt auch bestimmte Sachen. Es gibt auch coole Sachen, logischerweise. Da kann man auch genauso coole Sachen finden wie im normalen Internet. Aber da gibt es halt auch ziemlich viel Scheiße. Und ja, ich war da schon und ich habe auch ein bisschen Scheiße gesehen und nach diesem einmaligen kurzen Erlebnis oder nach diesem einmaligen kurzen Besuchen vom Darknet bin ich da auch nicht wieder rein und habe auch kein Interesse daran. Mir reicht das normale Internet absolut aus. Von daher, ja. Hattest du schon mal richtig Ärger mit einer Behörde oder einem bürokratischen Institut oder Institution? Nein, hatte ich noch nicht. Ich hatte zwar schon zwei Strafzettel oder so und bin glaube ich auch schon zweimal geblitzt worden, aber nur mit leicht erhöhter Geschwindigkeit. Aber das ist ja kein Ärger, ich habe es einfach bezahlt und fertig. Nö, hatte ich noch nicht. Welche fiktiven Figuren, wie zum Beispiel Drachen, sollte es auch in Wirklichkeit geben? ich glaube Drachen, ich meine, man muss sich halt einfach überlegen. Die sind ja diese fiktiven Kulturen, sage ich schon, diese fiktiven Figuren, die sind ja nur aus dem Grund cool, weil, Moment mal, so. Okay, diese fiktiven Figuren, die sind ja nur aus dem Grund so cool und interessant, weil sie fiktiv sind. Das heißt, wenn es die in Wirklichkeit geben würde, würden wir da jetzt logischerweise erstens nicht drüber reden
Und zweitens werden die dann genauso spannend, wie auch normale Tiere spannend sind. Also es gibt ja auch extrem spannende Lebewesen, sehr merkwürdige Tiere, merkwürdige Fische, merkwürdige Lebewesen unter Wasser, merkwürdige Käfer, Ameisen, generell komische Säugetiere. Also es gibt ja so viele Spinnen, es gibt ja so viele Tiere, die man vielleicht schon kennt, die super merkwürdig sind, aber von denen man vielleicht auch nicht gehört hat, die man noch entdecken könnte und die sehr merkwürdig sind. Also von daher, ja, wär so eine Figur, die momentan fiktiv ist, aber die dann wirklich existieren würde, wäre halt genauso spannend oder nicht spannend wie jeder andere Lebewesen auf der Erde. Deswegen, wenn es Drachen geben würde und von mir aus auch die großen Drachen mit die Feuer speien können, klar, das wären spannende Tiere, aber wie gesagt, wir würden die dann ja jetzt schon kennen, schon, es würde schon extrem viele Dokus darüber geben, wir würden die, ja, vielleicht sogar in Zoos betrachten können, vielleicht werden sie vom Aussterben bedroht, weil sie Feuer speien können und so riesengroß sind. Vielleicht gibt es auch nur noch kleinere Arten, vielleicht gab es die ganz großen Drachen dann nur früher, zu Dinosaurierzeiten, und jetzt gibt es nur kleine Arten, die vielleicht gar kein Feuer mehr speien können oder wie auch immer. Also das wäre dann alles angepasst an die Realität und wäre überhaupt nichts Besonderes mehr. Deswegen ist es eigentlich scheißegal, sich über sowas Gedanken zu machen. Man könnte jetzt auch über Feen, Elfen, Zwerge, Einhörner und sowas reden. Wie gesagt, wenn es das geben würde in Wirklichkeit, wäre es nicht mehr so interessant, wie es jetzt ist, wo wir uns Gedanken darüber machen, ob es das vielleicht gibt. Ich meine, cool wäre es natürlich einfach, also, um jetzt aber trotzdem mal die Frage zu beantworten, auf was ich da Bock hätte, natürlich alles, was so in die magische Richtung geht. Also Drachen sind cool so an sich, aber ich denke, die würden mal auch viele Probleme machen oder würden einfach nicht mehr so existieren. So große Drachen könnten jetzt einfach nicht leben. Es könnten jetzt auch keine so großen Dinosaurier leben. Für alle, die sich fragen, warum war das früher so? Ganz einfach, früher gab es ja auch riesige Insekten. Also ich glaube, eine Meter große Libelle oder so, 3 Meter großes Faultier und halt generell diese 30 Meter großen Langhalssaurier, die mehrere hundert Millionen ist übertrieben, mehrere hundert Tonnen gewogen haben. Warum haben die früher existiert und das wäre heute nicht mehr möglich? Ganz einfach, weil die Sauerstoffsättigung früher viel höher war. Also es gab damals viel, viel mehr Sauerstoff in der Luft. Ich weiß nicht, wie hoch die damals war, wie viel Prozent. Ich glaube, heutzutage haben wir so circa 20% Sauerstoff in der Luft. Und damals war das halt mehr. Und dieser erhöhte Sauerstoff sorgt halt dafür, dass die Lebewesen quasi größer werden können. Weil je größer man wird, ne, desto mehr muss man ja auch den Körper mit Sauerstoff versorgen können. Und gerade bei Insekten hängt das wohl ziemlich krass damit zusammen, wie viel Sauerstoff in der Luft ist, wie groß die werden können. Ich glaube, bei Säugetieren ist es nochmal ein bisschen anders, aber es hängt auch damit zusammen. Und deswegen könnten heute wahrscheinlich gar nicht so große Drachen existieren, weil die einfach zu viel Sauerstoff wahrscheinlich brauchen würden und dann dementsprechend kleiner wären. So, aber wie gesagt, um die Frage zu beantworten, ich glaube, am coolsten fände ich, wenn ich weiß nicht, ob Feen auch zählen oder so, aber wenn halt sowas in die Richtung existieren würde, Feen, irgendwelche Fabelwesen halt, die vielleicht sogar noch zaubern können oder so, das wäre geil. Ja, das wäre mein, so Feen, Elfen, jetzt, ja, Elfen sind ja mehr wieder menschenähnliche Wesen. Ja, mehr so in die Richtung Feen, würde ich sagen. Elfen wäre ein eigenes Volk. Feen und sowas. Und vielleicht so Waldschrat, irgendwelche zwergenähnlichen Zauberwesen halt. Sowas halt, verdammt! Fand ich nicht so schwer. Und ich fände es aber viel geiler, weil, wie gesagt, das ist ja super unrealistisch. Ich fände es halt viel geiler, wenn man einfach so mystische Wesen oder ein mystisches Wesen entdecken würde, wenn man zum Beispiel rausfinden würde, es gibt wirklich einen Yeti, wenn man rausfinden würde, es gibt wirklich den Sasquatch oder wie heißt er nochmal im Deutschen? Na? Oh, ich habe zu viele Dokus gesehen, muss halt immer vom Sasquatch reden und nicht vom. Ihr wisst, was ich meine. Im Englischen sagt man halt Sasquatch dazu, vor allem halt in den USA. Wie heißt er denn auf Deutsch nochmal? Bigfoot, also ist auch ein englisches Wort, aber eingedeutscht. Bigfoot, genau. Wenn man das halt rausfinden würde, dass es irgendwie so eine Affenart gibt, die da lebt im Wald, dass es halt eine Bären- oder Affenart gibt, die im Himalaya oder in den Bergen da lebt, Yeti-mäßig. Ja, sowas halt. Also klar, das wäre dann auch einfach nur ein Tier, was man entdeckt hat. Und, ne, aber es wäre halt einfach mal cool, wenn so ein mythisches Wesen, wo man halt
davon ausgeht, das existiert wahrscheinlich nicht, sonst hätte man es schon entdeckt. Wenn man es dann wirklich doch entdecken würde, wenn man dann Dokumentation darüber machen könnte, wenn man die Sachen aufklären könnte, das finde ich cool, also das wäre geil. Und damit haben wir die Folge geschafft, würde ich sagen. Ist kürzer geworden, als ich gedacht hätte, weil ich einige Fragen noch relativ schnell abhandeln konnte. Ich hätte echt gedacht, es dauert jetzt Stunden, bis ich fertig bin. Als nächstes kommen dann folgende Fragen. Wir hatten dann auch nur noch zwei Beiträge. Die nächste Frage wäre, da, oder die nächsten Fragen wäre dann, was, es sind auch wieder ältere Fragen. Was sagst du zum Horrorclown-Trend? Wer sollte der nächste Bundespräsident in Deutschland werden? Früher waren nur zwei Arten von Menschen tätowiert, Seeleute und Kriminelle. Was sagst du zu dieser Aussage? Gibt es 2016 wieder einen Schnapskalender zu Weihnachten? Jetzt 2016. Krass, oder? Die ist von 2016. Naja, ist halt schon ein paar Monate alt. Aber gut, das werden dann die Fragen beim nächsten Mal. Und oh, dieser hässliche Scheitel. Fuck, man. Ich habe die doch nur richtig gekämpft. Was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Und so muss ich dann einkaufen gehen. Ist das hässlich, ey. Und es ist zu warm für eine Mütze, ne? Kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pax ist schön, schön. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es mal wieder ein Praxis-Antwort-Video gibt oder gab und vielleicht ja in Zukunft häufiger. In diesem Sinne, macht's gut, euer Praxis, tschö, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, dann wird man euch loben und so.